Hallo Ali und herzlich willkommen bei Schmurmaus TV. Ich werde heute einen weiteren Flammkuchen herstellen. Ich werde einen Flammkuchen mit Champignons, Tomate und Lauchzwiebel machen. Dazu kommt noch ein bisschen Mozzarella, dann ein wenig vom Gruyère oben noch drüber. In die Grundsoße werde ich heute mal ein wenig was zusätzlich mit dran machen, und zwar Knoblauch. Das ist ja eine Zehe, die habe ich durchgedrückt. Dann noch ein wenig von dieser Petersilie, nicht alles, das ist vielleicht zu viel. Mal schauen, ich rühre es einmal durch. Ja, das gibt so einen schönen Grundgeschmack. Ich habe heute auch die Creme etwas stärker gewürzt, etwas mehr Salz, etwas mehr Pfeffer, weil ich heute ja hier auch keine weiteren würzigen Beilagen habe oder Auflagen habe. So, noch ein bisschen dazu. Och, das kann ruhig rein. Das passt eigentlich immer ganz gut. Ich habe die Creme heute auch ein klein wenig fester gemacht, als sie normal im Hauptrezept angegeben ist. Das macht sich bei den Champignons immer ganz gut. So, und die Knoblauchzehe war hier nur symbolisch, die kann jetzt beiseite. Dann werde ich jetzt mal anfangen. Meine kleinen Tomaten und alles stelle ich mal hier erstmal ein bisschen beiseite noch. Und werde mal den Teigling hier schon bestreichen. Ich habe mir den schon vorbereitet. Mal so ein bisschen das Mehl hier oben noch abmachen. Vielleicht noch ein bisschen Mehl unten drunter. Dann löst sich das nachher ein bisschen besser, wenn ich es mit einem Schieber aufnehme. Ja, jetzt habe ich hier eine Falte gekriegt. Die drücken wir einfach wieder gerade und dann ist auch gut. So, da gebe ich jetzt meine Creme drauf. Ja, das sind meist so 2-3 Löffel, gebe ich da drauf bei dieser Größe. Ja, das reicht dann auch schon. Als nächstes gebe ich dann mal hier meine Champignons drauf. Upp, fällt gleich einer runter, kommt auch vor. Wenn dann genügend Champignons drauf sind, gebe ich meine Tomatenstückchen drauf. Das sind kleine Cocktailtomaten, die habe ich in Scheiben geschnitten. Dann kann von der Lauchzwiebel rüber. Dann kommen noch ein paar Mozzarella-Würfelchen drauf. Und ganz zum Schluss gebe ich dann noch was von dem geriebenen Käse oben rüber. So, das war es dann auch schon. Jetzt kann er raus. Mal sehen, dass ich den hier drauf kriege. Und klappt doch wunderbar. Und dann sehen wir uns draußen gleich wieder. Und dann kann das gute Stück jetzt hier 5 Minuten schön knusprig werden. Der Flammkuchen war jetzt gute 5 Minuten drauf. Ich stelle jetzt mal das Gas ab. Und jetzt, wo es noch schön brodelt, gebe ich hier oben noch ein bisschen Basilikum drauf. Ich mache das lieber immer so zum Schluss. Ja, manches fällt ein bisschen daneben, das macht nichts. Ich mag es einfach, wenn es so zum Schluss drauf ist. Ich finde es aromatischer, ein bisschen knackiger ist es auch noch. So, dann kann das Ganze aber jetzt rein. Wir sehen uns in der Küche. Der Flammkuchen sieht heute wieder wunderbar aus. Das ist wirklich wieder richtig schön knusprig geworden. Ich werde ihn wieder mit meinem Pizzaroller hier schneiden. Das ist wirklich ein ganz leckerer Flammkuchen. Kann man aber auch mit anderen Pilzen mal machen. Das geht auch ohne weiteres. Dann vielleicht das Basilikum noch weglassen. So werde ich das jetzt servieren. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit beim Verzehr. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!